Moin Moin, ich bin Tizian und begrüße dich ganz recht herzlich zu einer neuen Folge LS17 auf der Appstore Heide. Mir ist gerade der Name nicht eingefallen von der Map. Nee, LS17 auf der Appstore Heide natürlich. Heute geht es damit ganz steil los, dass wir hier striegeln wollen. Wir wollen striegeln. Das, was da an Wiesen momentan alles fertig ist, beziehungsweise das eine Feld, was da fertig ist. Da ist der Striegler auch. Das eine Feld, was da fertig ist, das muss auch gestriegelt werden. Also es gibt ganz viel zu tun in der Striegelwirtschaft sozusagen. Und das muss auch alles erledigt werden. Das Gute ist ja, beim Feld Nummer 2 liegt uns nichts im Weg. Ist denn jetzt eigentlich... Oh, da müsste eigentlich... Wir könnten eigentlich häckseln, ne? Fällt mir gerade auf. Wir könnten eigentlich, glaube ich, häckseln. Weil ich glaube, das Maisfeld oben ist jetzt halt dann dadurch, dass wir jetzt gerade eben wieder eine allgemeine Wachstumsstufe hatten, hat das Maisfeld auch eine Wachstumsstufe gekriegt. Definitiv. So, wir wollen aufs Feld 2. Wir sind 2 Meter. Wir wollen aber nicht... Warte mal, hier machen wir es auch mal. Wir werden auch mal aktuelle Fahrzeugposition. Genau, zack. Sag mir da, alles klar. Der fängt jetzt erstmal mit Striegeln an, ne? Okay, das ist jetzt natürlich nicht so schön, weil... Achso, falsches Gerät für diese Modus, hä? Weil er halt so einen Knick hier reingemacht hat. Eigentlich müsste er halt so eine Kurve hier fahren. Naja, mal gucken, was er daraus macht. Vielleicht müssen wir den Anfang nochmal neu überstriegeln oder wie auch immer. Obwohl, im Grunde hat er es ganz gut gerissen. Ganz gut gerissen. Ja, das sieht ganz annehmbar aus. Das passt so. Das kann man so lassen. So, wie sieht es bei dir aus? Du bist hier gerade fleißig dabei zu pflanzen. Sehr schön. Das läuft. Hier werden kräftig Gärreste verteilt. Oh, das Feld ist auch schräg, ne? Also die Fahrspuren sind schräg angelegt. Das ist auch sehr interessant. So, und beim Pflügen sieht es auch so aus, als ob er gleich fertig ist. Ja, da ist noch 2, 3 Spuren und dann passt das soweit. Ja, cool. Aber wie gesagt, ich müsste eigentlich das 7er können wir häckseln, wenn wir wollen. Das 7er ist soweit zum Häckseln. Jetzt habe ich natürlich keine Fahrzeuge dafür, ne? Weil er ist am Striegeln. Dann sind die anderen hinten alle dabei, Gülle zu machen. Ja, mal gucken, ob wir damit später nochmal anfangen können. Weil das Striegeln hier, das dauert jetzt ja auch erstmal wieder 8 Minuten. Und das muss halt gemacht werden, ne? Also Striegeln ist, oder Düngen ist halt sehr, sehr wichtig. Wenn wir das nicht machen, dann haben wir halt, ja, haben wir halt mehr oder weniger, da verschenken wir halt Zeit bei, ne? Und auch nicht nur Zeit, sondern auch Pflanzen und so weiter. Das ist halt alles, ja, das muss auch alles gedüngt werden, ne? Wir wollen ja auch einen richtig schönen, hohen Ertrag haben. Also hier werden wir wahrscheinlich morgen noch nicht, also am nächsten Ingame-Tag, noch nicht ernten können. Obwohl vielleicht doch. Wenn wir jetzt eine Wachstumsstufe gekriegt haben. Obwohl, wie viel gibt es denn? Das ist jetzt die zweite, was er hier gemacht hat, ne? Der ist jetzt ja gerade in dieser Wachstumsstufe, glaube ich, ja. Dann hat er noch die und die. Ah, ja, das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. Wie weit sind wir denn mit den Dingsen? Mit dem Düngen, das ist aber auch noch nicht ganz fertig, ne? Nee, das ist noch eine Stufe davor. Das ist dann jetzt quasi die gleiche Düngestufe, wie das Gras hat. Ja. Oh, Gärreste gehen uns ja auch langsam aus, ne? Stimmt, da war ja was. Das heißt, da muss ich dann auch mal gucken, dass ich irgendwie anders gerade so die ganzen Wiesen gedüngt bekomme. Nach dem Abmähen, ich weiß gar nicht mehr, wie viel da noch drin ist. Er hat nochmal was rausgekriegt auf jeden Fall. Wir hatten letztens mal geguckt, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich habe das schon wieder vergessen. 32.000 nur noch. Das sind 4 Touren, ne? 4-mal kann er seinen Anhänger noch voll machen, dann ist vorbei. Wir haben noch im großen Anhänger was drin stehen, soweit ich mich erinnere. Aber dann ist auch tatsächlich um. Dann war es das mal wieder mit. Achso, du besitzt dieses Feld nicht, deswegen macht er jetzt hier nicht mehr weiter. Aber der zieht nochmal einmal da entlang. Das Gute ist jetzt ja, wir sind ja hier mit dem Kollegen jetzt durch, ne? Wir sind durch mit dem Pflügen. Also mehr will ich jetzt nicht pflügen, weil wir haben auch keine Gärreste mehr. Ne? Das heißt, wir machen das jetzt mit dem Pflügen mal aus.
Kannst du mal... Kannst du den eigentlich irgendwie einklappen oder so? War da irgendwie was? Ging das irgendwie? Nö, ne? Ne, ging nicht. Okay, dann fahren wir mal nach Hause damit wieder. Weil, wie gesagt, mit Flügen sind wir jetzt tatsächlich komplett durch. Das passt. Er könnte jetzt zwar schon anfangen mit Grubbern, aber mit Grubbern will ich eigentlich auch erst, wenn das Ganze durchgedüngt ist. Also von dem her kann das dann auch später der MF machen mit dem Grubbern. Da müssen wir jetzt nicht den NH für haben. Ne, hier vorne hätte ich jetzt zwar auch noch eine Wiese, die könnten wir auch nochmal vielleicht, obwohl es hat ja alles eine Wachstumsstufe gekriegt. Das heißt, dadurch, dass es alles einmal gewachsen ist, können wir da jetzt auch nicht einfach mal rübergehen. Wir hätten aber noch die eine Wiese, die ist noch gemäht, aber noch nicht zusammengespartet, ne? Stimmt, das könnten wir noch machen. Wir haben dann noch die eine kleine Wiese hier hinten, da können wir mal dran vorbeifahren. Ich nehme mal die andere Strecke zurück zum Hof. Nicht die hier, nicht die 4, sondern die 3 ist es, glaube ich. Die 3 ist nämlich gemäht, aber nicht geschwadet. Gemäht, aber nicht geschwadet und dementsprechend noch nicht eingesammelt. Das heißt, das können wir mal machen. Hier wächst auch schon wieder Mais. So ein großes Maisfeld mal besitzen wir, das wäre nice. Naja, vielleicht kommt das irgendwann nochmal. Irgendwann wieder kurz vor LS19 habe ich dann auch so ein großes Maisfeld am Start. Das wäre toll. Ich überlege gerade, wann habe ich denn eigentlich... Ja, ich habe ja tatsächlich auch erst letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, also 2016, mit dem Two Rivers LP angefangen. Ne? Und das habe ich ja auch komplett bis LS17 durchgezogen. Und da sind wir ja auch nicht so sonderlich weit gekommen. Da hatten wir ja, ich weiß gar nicht, wie das war. Wir hatten schon eine Menge, ne? Zum Schluss hatten wir echt eine Menge, auch viele Fahrzeuge und so weiter, weil das mit den Kühen halt auch richtig gut lief und so weiter. Das war schon nice. So, ich werde mal die ganzen Zeug hier einmal kurz auch sauber machen. Alles mal reinigen. Reinigen. Weil das muss ja auch mal gemacht werden, mal wieder. Und dann gehen wir nochmal, dann werden wir nochmal ein bisschen schwaden. Schwaden, schwaden, schwaden. Dass wir noch ein bisschen Gras zusammengesammelt bekommen. Wobei natürlich auch so viel ist da auf der 3 auch nicht. Da sind vielleicht 2 kleine Anhänger voll oder so. Also so richtig viel ist es nicht. Muss man ganz ehrlich sagen. Bis jetzt läuft alles, ne? Der S7 fährt einfach schön seinen ganzen Kurs da die ganze Zeit durch. Saugeil. Wo ist das Spartgerät eigentlich? Das ist, glaube ich, hier im Schleppdach, ne? Ja, da vorne steht es. Und dann können wir den Flug... Oder muss ich auf jeden Fall gleich die Felderstellung wieder rausnehmen? Den Flug werden wir, glaube ich, vorne wieder reinstellen, ne? Felderstellung auf Feldrand begrenzen. Genau, das nehmen wir mal raus wieder. So, dann mal gucken, wo wir das unterbringen. Ich könnte das auch einfach da wieder reinstellen, aber... Nö, das will ich nicht. Ich würde das gerne so ein bisschen thematisch alles sortieren, dass die wirklich alle so langsam ihre festen Plätze bekommen. Dass sie alle so ein bisschen ihre festen Plätze bekommen. Und dass man dann halt immer da schaut, wo man irgendwas abgelegt hat. Das wäre eigentlich eine ziemlich coole Geschichte, mal langsam. Und dann liegt das halt auch immer wieder an der gleichen Stelle, ne? Jetzt momentan ist es ja so, ich lege ja mein Zeug immer wild irgendwo ab. Und lasse das dann halt einfach liegen. Was wäre halt mal cool, wenn man wirklich sagen würde, okay, der Schwader steht immer unter dem Schleppdach ganz... Was ist das? Ganz links, ne? Ja, genau. Also, oder ganz rechts, wenn man natürlich jetzt vor dem Schleppdach steht, ganz rechts. Das wäre... Oh, hängen geblieben in Spiegel, ne? Ja, im Spiegel bin ich hängen geblieben, habt ihr es gesehen? Einfach mal mit dem Spiegel hängen geblieben. So, dann einmal... Na, komm her, komm. Sehr schön. Dann gehen wir nämlich damit nochmal eine Runde los. Und werden da auf dem Feld 3, das auf der Wiese 3 alles mal zusammen swarden. Swarden. Ist halt echt 15.000 nur noch auf dem Konto, ist echt ein bisschen wenig, ne? Muss mal gucken, ob ich was von der Bank bekommen kann an Geld. Weil ansonsten, wenn dann morgen wirklich ein Mähdrescher fertig wird, dass wir uns einen Mähdrescher ausleihen müssen, dann wird das schon ganz schön eng. Das Gute ist ja, dass wenn wir dann hier das Feld abernten und da ein bisschen... Gerste oder was auch immer darunter kommt oder Weizen. Wenn wir das dann haben, dann können wir das direkt verkaufen fahren.
und haben dann auch wieder ein bisschen was an Kohle auf Seite. So, habe ich für die drei vielleicht schon Schwaden abgespeichert in irgendeiner Art und Weise? Drei, Wiese 3, Wiese 3, nö, haben wir nicht. Wir haben nur Wiese 03, mehr haben wir nicht. Dann brauchen wir das einmal. Wir wollen arbeiten, das ist auch richtig. Ich würde ihn tatsächlich wieder hier am aktuellen Kurs beginnen lassen. Und du sollst, na, mach mal zweimal, aber die zum Schluss. Jetzt bin ich mal gespannt, was er mir daraus gezaubert hat. Ha, das sieht auf jeden Fall witzig aus. Wir speichern das mal ab als Wiese 03 Schwade. Und ich habe ihm ja gesagt, er soll hier vorne starten, ne? Das heißt, wenn ich ihn jetzt hier auf den ersten Punkt setze, dann müsste das ja auch irgendwo gleich losgehen. Achso, er fährt da vorne an. Fängt da vorne an. Oh, er fängt so an, dass er in die Richtung will. Alles klar, da das ein bisschen kompliziert aussieht, werde ich ihn mal draufsetzen. Weil das hat, glaube ich, keinen Sinn, ihn da so von der Seite drauf fahren zu lassen. Das ist einfach zu hart für ihn. Aber hier ist doch gut was zu machen, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube, wenn wir Glück haben, oder wenn, vielleicht machen wir das Einsammeln nachher selber mit dem Deutz, dass wir einmal mit dem Deutz selber schnell hier rüberfahren. Wenn er denn fertig ist mit Striegeln. Das dauert jetzt ja auch noch einen kleinen Augenblick. Wobei, hier ist er gleich durch. Hier hat er jetzt noch zwei Spuren. Das, was noch gemacht werden muss, sind dann halt die ganzen Felder, ne? So, wie sieht's bei dir hier aus? Da hat sich ja übrigens auch schon wieder Gärreste geholt. Das heißt, das ist auch bald alles alle. Ich hoffe, dass er so einigermaßen auskommt mit dem, was wir noch haben. Aber das sieht halt aus, ne? Das ist das Feld, wo er überall rauf und runter gefahren ist. Krass. Krass. Ja, ansonsten müssen wir halt doch mal wieder Holz machen. Holz hier, Holz hier, Holz. Aber vielleicht sollten wir uns da dann mal wirklich einen Dings ausleihen. Einen richtigen Scorpion King. Also, ne, Geld leihen, Scorpion King und dann wirklich mal hier so einen Wald abholzen. Und dann alles weghauen. Oh, ich habe gesehen von Black Sheep Modding. Ja, ich glaube, Black Sheep Modding heißen die Jungs. Die haben ein neues Pack rausgebracht. Oder sind dabei, ein neues Pack rauszubringen. Mit Liebherr, ne? Also richtig Radler, also Schaufelbagger und solche Geschichten halt. Auch hauptsächlich so für Force-Geschichten. Sah schon in dem Video, was ich gesehen habe, sehr, sehr gut aus. Leider, muss ich auch ganz ehrlich wieder dazu sagen, leider, irgendwie haben das alle Schaufel-Mods irgendwie, ne, mit seit LS17, dass die Schaufeln vorne backen. Ne, die wackeln so hin und her, die Schaufeln immer. Das ist mir auch da schon wieder, das ist mir auch sogar im Video aufgefallen. Und anscheinend ist das ein Problem, was man echt nicht gelöst bekommt, ne, weil wenn selbst die das drinne haben, dann finde ich das ja sehr kurios. Und man hat eigentlich so das Gefühl, dass die ihre Mods mit sehr, sehr viel Liebe machen. Aber irgendwie ist da doch dann dieser Schaufelbug wieder drinne, dass die Schaufel halt hinterher zieht, sich so dieses Elastische hat. Nicht so wie bei den Originalfahrzeugen hängt die Schaufel ja richtig, richtig dran an dem Fahrzeug. Und da schon wieder so, ja, so ganz komisch. So, der S7 ist fertig, sehr nice. Dann können wir da mal hingucken. Können wir den mal rausnehmen. Das nehmen wir mal weg. Dann können wir nämlich gleich auf die nächste Wiese weiter. Der ist nämlich jetzt erstmal voll und ganz damit beschäftigt, hier alles abzustriegeln. Das ist die Wiese 1 jetzt, ne? 01. Feld 1, Wiese 1. Habe ich das schon in Striegelkurs? Ne, habe ich nicht. Das heißt, wir machen das einmal und ich werde mal da vorne in die Ecke reinfahren. Der MF ist auch fertig. Ich werde mal gucken, wie er jetzt hier drauf reagiert. Ah, okay. Witzig. Witzig, dass er so rum drauf reagiert hat. Dass er eigentlich hinter ihm den Kurs anfangen lassen hat. Naja, okay. So, da einmal drauf gesetzt und Vollgas. Der MF ist auch fertig, da waren wir ja gerade eben drauf. Das war ja zu erwarten, dass das jetzt passiert. Ja, wie gesagt, wir haben sehr, sehr wenig Gärreste noch, ne? Ich weiß nicht, wie viel jetzt noch in der BGA ist. Das kann jetzt auch nicht mehr so viel sein. Das heißt, das wird sehr, sehr knapp mit der ganzen Geschichte. So, wo haben wir denn 21 Ost? Das ist das hier.
Und ja, das ist natürlich auch ein bisschen größer geworden, ne? 21 Ostflügen. Nee. 21 SO-Flügen, genau, das ist die Strecke. Ich habe mir halt den Feldrandkurs davon nicht gemerkt, ne? Okay, dann nehmen wir doch 21 Ost. Dann haben wir halt ein bisschen mehr hier vorne. Das ist dann halt leider so. So, hier machen wir das auch wieder so, dass wir sagen, aktuelle Position. Und dann soll er sich mir das raussuchen. Okay, das ist da vorne. Und dann kriege ich ja jetzt noch die 21 Gärreste hinzu, dass er sich das selber holen kann. Start am 1. und los geht's. Und ich bedanke mich bei dir dafür, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich selber einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du möchtest, sehen wir uns morgen in einer weiteren Folge wieder. Bis dann. Tschüss.